hörst. Um das mal hier so aufzunehmen, ja. Da kann jetzt jeder drunter verstehen, was er will. Aber wir wissen ja alles. Ich meine, es reicht ja auch. Sag mal, es gibt so. Ja. Hm? Wie geht's denn deine Leiter? Wie ein Haar mit. Treppe, ach so, Treppe. So? Nee. Doch. Aber. Was hast du da reingemacht? Warte mal. Ah, jetzt. Komisch. Okay. Scheinbar kann man es nur aus. Wusste ich auch nicht. Also, Leute, merkt euch, eine Treppe kann man nicht aus Birken- und Eichenholzbretter machen. Wusste ich gar nicht. Ja. Auf jeden Fall, was mit 17, ne? Ja, genau. Also für jemanden, der mit 12 an Sex gedacht hat, ja? Ja. Mit 17, dann ist das dann, also dann ist das doch noch akzeptabel, also. Ja, ne? Ne? Wann hattest du da erstmal? Kann man ja... Ja, mit 12, nicht mehr. Mit 12, ah! Nee, nein, ist natürlich... Schön. Ist natürlich alles Schwachsinn, nee, mit 17 auch. Mit 17, okay. Ja, also, das ist ja halt... Passt ja. Aber gibt viele heutzutage, die auch früher... schon da richtig gut dabei sind. Pöbeln? Ja, mit Pöbeln. Also würde ich schon sagen. Ja, das schon. Man kriegt es ja nicht mehr so mit, wenn man aus der Schule raus ist. Ja. Aber hin und wieder kriegt man doch was mit, so in Facebook und so. Die Leute sind ja heute auch, ich sag mal, postfröhlicher. Ja. Da wird ja gern mal sowas in die Welt gepostet, ohne drüber nachzudenken. Ja, aber vor allem auch, also in was für Alter manche sogar schwanger werden und so Sachen. Da ja. Frage ich mich immer. Also ich meine, wenn man schon so, also in so einem Alter so für mich pervers ist und Sex hat, ja? Mhm. Ey Leute, Alter, dann passt halt in Sexualkunde auf oder fragt euren Vater, wenn ihr zu dumm zum Ficken seid, weißt. Also zum Verhüten seid, sorry. Ja. Ja, also da frage ich mich dann echt halt, wo ist das hier? Ja. Aber also, mal ganz ehrlich, unter 16 hat da sowieso nichts mit Pöbeln stattzufinden, mal ganz im Ernst. Pöbeln. Also finde ich, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt schon oldschool bin und zu wenig Swag habe. Nee, aber. Ja, du bist voll wack. Du alter Nutten. Nee, Spaß. Nee, naja. Also mindestens 16 sollte man da schon sein. Und jetzt mal auch an alle Leute, die das vielleicht sehen und ein bisschen jünger als 16 Jahre sind. Leute, wartet, bis die Frau Brüste kriegen, verdammte Scheiße, Mann. Ja, ist doch so, oder nicht? Also ich stelle mal vor, deine Freundin, ja, hätte jetzt einfach... Stell dir mal vor, mit 12 Jahren. Ja. Ohne Arsch, ohne Brüste, ohne nichts, das wäre doch nicht attraktiv. Nee. Muss man auch mal ganz offen zugeben. Da kann man doch noch nicht über Wrangle-Dangle reden, weißt du schon? Nee. Wrangle-Dangle. Selbst wenn sie sich aufbitchen. Ja. Das Schlimme ist, das machen die ja alle auch noch, weißt du? Die, ja. Also die pushen sich so die Dinger hoch und dann packst du aus. Und dann, was ist da? Ein Scheiß! Ein Scheiß ist leere. Da! Ja! Da findest du Socken! Nee. Ja, es ist so. Ja, aber ich weiß auch nicht, die Jugend ist halt einfach voll pervers, Alter. Ja. Aber gut, wenn sie meinen, dann sollen sie es... Wenn sie meinen? Nigga. Ach Mann! Schön. Das ist ein Arschloch. So, was chattet denn jetzt hier jemand? Möchte ich gar nicht. Ich möchte jetzt die nächste Frage finden. Was hat man denn gerade? Die Tatjana Giesbert fragt, habt ihr schon mal GTA 5 gespielt oder FIFA 14? Ja. Unaufmerksame Zuschauerin, meine Freunde. Tatjana. Du möchtest mich wohl trollen. Ich bin enttäuscht. Also ich bin da definitiv deiner Meinung. Also ich bin da auch sehr enttäuscht von ihr, also ich weiß ja nicht, was die sich eigentlich denkt oder dass sie einfach die Let's Plays nicht schaut. Ich red bitte weiter, ich kann nicht mehr. Ich muss auch gerade nach den Worten ringen. FIFA 14 haben wir gespielt, natürlich, das ist Pflicht. Und GTA 5, ich möchte gar nicht drauf antworten. Schau einfach auf meinem Kanal unter der Rubrik Action also, und beantworte die Frage selbst. Also ich bin sehr... Ich kann gerade. Nee, ich bin auch zutiefst getroffen. Du hast mein Herz gebrochen, als du bei ihr warst. Aus Tag... Alter! Kennst du? Und die Jordan Neely kommentiert hallo, gleich... ich hab dich gefragt, ob du es kennst. Ja, natürlich kenne ich das Lied, sorry. Ja. Die so. Jordan Neely kommentiert gleich, da sieht man halt die guten Zuschauer. Ja, das Spaß. Ist halt natürlich, also Tatjana, nimm dir mal ein Beispiel an, der netten Jordan. Ich hab zwar keine Ahnung, wer du bist, Jordan, aber du bist in meinen Augen eine tolle Frau. Kommentiert hier gleich, ist doch auf seiner Seite. So,
Und die Jordan, die macht hier gerade weiter mit ihrem Thema. Findet ihr auch, dass die Kinder immer schlimmer werden? Haben wir doch jetzt eigentlich schon beantwortet, oder? Was? Das was? Dass die Kinder immer schlimmer werden. Ja, natürlich werden die Kinder da auch immer schlimmer. Das ja, ist doch... Also, das ist doch... Da haben wir jetzt gerade schon ausführlich drüber geredet. Ja. Ja, natürlich. Also, es macht auch keinen Spaß hier. Ich hasse ja eh alle Kinder der Welt. So, Sekunde, ich scroll gerade mal runter, um die neuen Fragen zu sehen. Wart ihr mal so richtig besoffen? Und wenn ja, was habt ihr angestellt? Fragt auch die Jordan, die wohl gerade eine jugendliche Phase durchmacht. Ja, das Gefühl werde ich auch nicht los. In der man alles ausprobieren will. Ja, liebe Jordan, also besoffen? Genau, und was wir da angestellt haben. Also ich war an meinem 18. mit meinem Bruder, also da muss jeder erstmal wissen, mein Bruder ist ein ganz schöner Kindskopf. Nee, der greift gerne mal zum Alkohol. Mhm. Warte mal, wollen wir gerade pennen? Können wir machen. Der greift gerne mal zum Alkohol und wir waren dann feiern gewesen mit ein paar Freunden. Das war so irgendwie so eine Schaumparty gewesen. Okay. Und ich war halt so besoffen, dass wir auf der Toilette gar nicht mehr gepeilt haben. Wir haben dann unsere Schwänze im Schaum gesucht und das war halt einfach bescheuert, weil der Schaum war halt wirklich bis zum Bauch hoch, ne? Okay. Ja, und da hast du erstmal dein Ding gesucht und dann in der Zeit hast du schon, glaube ich, den Boden voll gepisst und das Schlimmste war halt, es war Winter gewesen und es wollte uns natürlich kein Taxi mit nach Hause nehmen, weil wir aussahen wie Sau. Was denn? Ja, natürlich. Kann und dann vorstellen. Sind wir 20 Kilometer oder so nach Hause gelaufen. Ach du Scheiße. Komplett durchnässt. Also war dann nicht so schön, aber der Abend war verdammt witzig und wir haben unseren Spaß gehabt auf jeden Fall. Ja. Sehr schön, sehr schön. Darum geht's ja. Ja, dann erzähl doch mal. Gib uns doch mal Preis. Richtig besoffen. Ich muss sagen, ich war nicht oft besoffen in meinem Leben. Ja gut, das war ich auch nicht. Also muss man mal ganz klar sagen, ist ja heutzutage ein bisschen anders, aber ich glaube, das ist auch nicht heutzutage. Ich glaube, gerade die Deutschen, die saufen ja schon immer wie ein Loch. Ich brauch Glas. Glas. Sanadiara. Glas ist in der Kiste, ne? Hier drüben. Ja? Ja. Viel oder eher wenige? So 30 Stück. Das dürfte fürs Erste erreichen. Gut. So, hier unten schwimmt ein Zombie fröhlich vor sich hin. Jedenfalls besoffen. War ich auch schon mal, muss man dazu sagen. Ja gut, also mindestens einmal besoffen war wirklich jeder schon. Also in unserem Alter zumindest. Ist das eigentlich Standardsituation? Wie gewohnt. Genau. was haben wir da gemacht? Ich kann mich an einmal erinnern. Da wart ihr in der Jugendherberge. Genau. Das ist so lame. Da waren wir in der Jugendherberge bei einem Radsport-Lehrgang, hieß das. Und da haben wir eben auch ein bisschen zu viel getrunken. Und anschließend einen, ich glaube, einen Nussbaum oder irgendwie sowas war das, mit Klopapier dekoriert. Sah sehr schön aus, was allerdings nicht die die Hausmeister oder wie auch immer es nennen sollte, von der Jugendherberge fanden. Da durften wir dann am nächsten Tag nach dem Training schön wieder alles aufräumen. Ja, das ist immer das Doofe, ne? Weil da denkt man dann einfach nicht nach. Genau. Also, es lohnt sich nicht wirklich. Nee, das im Nachhinein. Das ist wohl wahr. So, du könntest eigentlich mal Holz hacken gehen für mich. Ja, aber ich brauch Erde. Ach Mann. Alter! Hm? Fuck. Und dann ist hier so ein scheiß Skeleton Oh. So, was haben wir noch an Fragen? Ich guck mal gerade. Während ich hier das Holz rummache. Oh Mann, hier ist es aber auch ganz schön dunkel. Besoffen. Das war da. Noch weitere Könntest Themen. Könntest du mir vielleicht noch eine Fackel bringen? Logisch. Habt ihr mal gekifft, fragt die Jordan. Mensch Jordan, was ist denn los? Hast du irgendwie... Wie alt ist die Dame denn? Das kann ich dir jetzt gar nicht beantworten, ehrlich gesagt. So gut, kannst du deine Zuschauer, ha? Ist ja eigentlich auch egal, Was denn? Naja, keine Ahnung. So. Du brauchst Fackeln. Wo bist du denn? Im Schiff drinnen. Okay. Was heißt so gut, kann ich mal zuschauen? Zuschauer? Ja, Mann.
Wo waren wir denn? Achso, ja. Achso, ob du schon mal den oder andere Nitten dir gebappt hast? Nein, habe ich noch nie. Und habe auch nicht das Verlangen danach. Ich bin so... Wie sieht das bei dir aus, Herr? Kurrenter Terror-IP. Lange Geschichte. Pai, pai. Kennst doch diese... Gibt ja Leute, die stopfen sich Zigaretten. Ja, hat mein Onkel früher auch mal gemacht. Und dein Onkel hat geraucht, verdammt. Natürlich hat er das. Okay. Eine lange Zeit sogar. Also auf jeden Fall war es halt so. Ich habe noch nicht lange geraucht. Und hat halt, man war jung und hatte, hast du noch Holz einstecken? Ja. Gib mal bitte alles, was du hast, Alter. Ist aber Tropenholz, ne? Ja, ja, scheißegal. Okay. Der Boden hier innen interessiert mich nicht. Ich klatsch dir mal Fackeln hin. Und ich wusste nicht so wirklich, ja. Und auf jeden Fall wurde mir gesagt, das sei eine normale Zigarette, halt selbst gedreht. Ja, und nach ein, zwei Mal ziehen, da waren wir dann... Klar, dass das nicht so war. Dass das dann definitiv keine standardmäßige Zigarette ist. Und ja, aber ansonsten, nee, habe ich kein Verlangen danach und werde es auch nicht tun und will das auch nicht. Und ja. Okay. Haben wir das auch? Die nächste Frage. Die, vielmehr, eher eine Aussage, die Jordan sagt: Wir haben euch lieb, habt ihr uns auch lieb? Nein. Natürlich haben wir alle lieb. Ich habe jeden Menschen lieb, der mich lieb hat. Ich hasse jeden meiner Zuschauer einzeln. Ist das dein Voller? Natürlich nicht. Wir haben euch alle lieb. Und vor allen Dingen natürlich die, die hier fleißig mitkommentieren und mit Fragen stellen. Ja, also Tatjana, ich hab dich wirklich sehr lieb gehabt, aber, ne? So, das ist jetzt aus mit uns, weißt du? Ich hab mir da schon so die Ehe ausgemalt und so, weißt du? Aber ist jetzt vorbei. So, einfach vorbei. So. Ohne Grund. Einfach ohne Grund, weißt du? Nee, natürlich Spaß. Wir haben alle lieb. Die Vanessa fragt, wie lange machst du schon Let's Plays? Die Frage gab's schon mal. Du musst lernen zuzuhören. Nee, Spaß. Und die Vanessa fragt auch, guckst du dir auch andere Let's Plays an? Nee, weil die sind viel zu schlecht, oder? Genau. Genau. Punkt. Nee, andere Let's Plays hin und wieder, ja. Nicht nur von großen, wie natürlich, komm, der Name muss schon fallen, Gronkh oder Sarraza. Razer, wie ich ihn immer nenne. Genau. Sondern auch gerne mal von kleineren Let's Playern. Jesus, sorry, aber ich muss mir jetzt mal die Nase putzen. Ich okay, ja, ja, durch. Kein Problem. Auch von kleineren Let's Playern wie, was weiß ich, der Lunatic, auch der Jasper Cox, der vorhin mitkommentiert hat. Ich schaue mir eigentlich ziemlich viel an, wenn es die Zeit zulässt. Also ich bin da offen für alle. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Achso, ja. Ist noch nicht zurück. Doch, jetzt. Was? Wie es bei dir aussieht, mit Let's Play gucken? Eher weniger. Okay. Also, wie gesagt, also wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, dann schaue ich mir auch gerne Let's Plays an, aber ansonsten eigentlich immer. Eher weniger. Ja. So. Ist eher nicht so mein Fall. Also, jetzt zum Zeitvertreib oder so. Ich gucke mir gerne Interviews an, aber kein Let's Plays. Okay. Gut, gut, gut. Haben wir noch Fragen? Die Vanessa. Achso, ja, ich habe gefragt in Facebook, wie geht's euch denn so? Die Vanessa fragt, gut, gut, und selbst? Wie geht's dir denn so? Mir? Ja. In diesem Moment, genau jetzt. Ziemlich beschissen, mein Freund. Echt? Nee, es ist nach draußen. Es ist Tag. Es ist okay. Tag. Nee, ja, schlechte Menschen geht's immer gut. Mhm. Also jetzt mal im Endeffekt, mir geht's gut, ja. Okay, schön. Und dir? Ja, mir geht's natürlich auch super. Wie soll es mir auch anders gehen hier in Minecraft mit euren Fragen, mit diesem netten, charmanten, gut aussehenden Co-Kommentator hier an meiner Seite? Ja, ich habe mir auch hier extra so ein bisschen Glanz geholt für diese Aufnahme. Natürlich, natürlich. Wo ich die eine oder andere Niete drauf nehmen lassen, natürlich von Gucci. Da kostet dann eine Niete 3000 Dollar. Nein, Spaß.